Willkommen zurück zu Resident Evil Remake. Mit mir, Sai, Chris und verdammt schnellen Zombies! Ach du meine Güte, habt ihr das gesehen in der letzten Folge? Puh, der wird mich erstmal in den nächsten Albträumen verfolgen, glaube ich. Ich hätte vielleicht was zum Heilen mitnehmen sollen, aber naja. Ich werde es jetzt erstmal weitermachen. Oh, da hängt ein Taschentuch. There's nothing but cleaning products inside. Smell faintly unpleasant. Damit wurden vielleicht Blutspuren gesäubert, wie das aussah. Das Tuch war ein wenig blutig. It's locked. It's an old-fashioned lock that's rather simple in mechanism. Ich brauche diesen scheiß alten Schlüssel, den ich da gefunden habe. You use the armor key. Wunderbar. Und der ist immer noch nicht verbraucht, der Key. Oh Mann. Wie viel gibt's denn noch? Wie viel Armor Key Schlüssel? Ach nee, das war jetzt der Armor Key. Achso. Entschuldigung. Was ist das denn? Flash Grenade? What the heck? Gibt's Granaten in dem Spiel? Was ist das? Nein, will ich nicht. Ich hab nur Granaten in einem Resident Evil? Was? Nicht, dass ich wüsste. Ist der Raum schon offen? Ja, der ist schon offen. Okay. Meines Wissens nach sollte in diesem Raum eine Tigerstatue sein. Jo, ist sie auch. Die uns, glaube ich, noch nicht weiterhilft. There is an inscription here. A tiger glowing with blue and yellow light. Naja. Tut er aber nicht. Er hat keinen Leuchten. Also, die Augen sollten leuchten. Dafür braucht man bestimmte Diamanten. Einen davon wissen wir ja bereits, wo da eine liegt. Der war da, wo ich die Stadt runtergeschoben habe. Das heißt, der liegt im Esszimmer jetzt mittlerweile. Oh, shit. So. Entschuldigung. Ich musste eben mal meine Uhr stellen. Die war... Uah! Zombie. Hey, hier ist ein bisschen Armor. Ja, die nehme ich gern, danke. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, Chris hat Schienbeinschoner. Hatte? Hatte. Oder lebt nicht der Zombie, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich nicht darauf zielen kann, dann ist er eigentlich nicht am Leben. Oder noch nicht am Leben. The shelf is full of high-proof liquor. Juhu, wir können uns besaufen. Da ist Alkohol drin. Geil. Was? Was war das? The door's stuck on something and won't budge. Das hat aber gerade gepocht. Oh mein Gott. Ah! Scheiß! Kleiderschrank-Zombie. Die schlimmsten. Woo! Headshot. Klassisch. Okay. Ich gebe zu, ich kenne die Szene schon. Weil dieselbe Szene gibt es auch im Director's Cut. Aber ich glaube, das auch nur mit einem Zombie. Hier waren jetzt zwei. Will you take the old key? Ja, yeah? Werde ich. Was hier? Oh, Kibos Diary. 9. Mai 1998. Played poker tonight with Scott and... Was? Alias? Alias? Alias wer? From security and Steve from research. Steve was the big winner, but I think he was cheating. Scumbag. Wenn Steve der Wissenschaftler ist, dann wird er wahrscheinlich der Klügste von euch sein. Und, ja, Dolphin. Juhu! So, da bin ich wieder. Replayed. Und ihr werdet es nicht glauben. Die zwei Zombies, die wir ja eben on-screen getötet haben, die ich halt wieder töten musste im Replayen,
haben mich jetzt sage und schreibe 5-mal hintereinander getötet. 5-mal. Oh Gott, ich sacke. Aber wenigstens während der Aufnahme beim ersten Mal. Ja, und jetzt habe ich gelitten wie ein Schwein. Na gut, lesen wir weiter. Die nächste Seite. 10. Mai. One of the higher ups assigned to me the care of a new creature. It looks like a skinned gorilla. Feeding instructions where to give it live animals. Ein gehäuteter Gorilla, der lebende Tiere frisst. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass es in diesem Teil Affen gibt. Es gibt doch nicht in Resident Evil Remake Affen. Ich hab die Viecher gehasst in Zero. Bitte nicht. When I threw a pig, the creature seemed to play with it, tearing off the pig's legs and pulling out the guts before it actually started eating. Okay. At around 5 a.m. Scott woke me up. He scared the shit out of me too. He was wearing a protective suit. He handed me another and opened another one and told me to put it on. Said there'd be an accident in the basement lab. I just knew something like this would happen. So bastards in research never sleep, even on holiday. Well, das ist doch eine Arbeitsmoral. I've been wearing the damn spacesuit since yesterday. My skin's getting grimy and feels itchy all over. The goddamn dogs have been looking at me funny, so I decided not to feed them today. Screw them. Er hat die Hunde nicht gefüttert. Deswegen sind die jetzt so. Böse. Went off to the infirmary because my back is all swollen and feels itchy. They put a big bandage on it and it told me I didn't need to wear the suit anymore. All I want to do is sleep. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ey, du brauchst den Schutzanzug nicht mehr tragen. Du passt schon. Du machst das schon. Found another dog blister on my foot this morning. I ended up dragging my foot all the way to the dog's pen. They were quiet all day, which is weird. Oh ja. Die gehen gerade durch die verschiedenen Phasen der Transformation wahrscheinlich. Then I realized some of them had escaped. Maybe this is their way of getting back at me for not feeding them the last 3 days. Ja. If anybody finds out that I will have my head handed to me. Heißt das nicht eigentlich, I will have my ass handed to me? Naja, egal. Rumors going around that a researcher who tried to escape the estate last night was shot. My entire body feels hot and itchy and I'm sweating all the time now. I scratched the swelling on my arm and a piece of rotten flesh just dropped off. What the hell is happening to me? Idiot. Fever gone, but itchy. Today, hungry and eat doggy food. Okay. Bleh. Itchy, itchy. Scott came ugly face, so killed him. Tasty. Rare. Itchy. Tasty. Itchy. Tasty. Oh, fuck's. Ach, Dolphin! Irgendwas hat der Dolphin gegen dieses itchy, tasty Memo, was da auf dem Tisch lag. Ich weiß nicht. Ist schon wieder abgestürzt. Dummer Drecksdelfin. Na gut, jetzt haben wir hier... Das eigentlich Wichtige war, glaube ich, der Old Key, den wir da gefunden haben. Ich wüsste auch schon, wo wir den einsetzen können. In der einen Tür zum Beispiel. Und ich weiß auch noch, wo ein anderer Old Key war. Nämlich in der Badewanne. Den ich ja absichtlich nicht mitgenommen habe. Ich dummer Idiot. Gehen wir erstmal zurück und gucken, ob wir da nicht irgendwas Schickes haben für. Denn ich weiß, was in dieser Tür ist. Oder was zumindest im Director's Cut da ist.
was für Chris ziemlich wichtig ist. You might be able to unlock it using the old key. Use the old key? Yes, please. Yeah, use the old key. Thank you. Now get inside! Hier sollte eigentlich eine Attrappe, eine Schrotflintenattrappe drin sein. Es ist scheiße dunkel. Oh, und Benzin. Interessant. Was ist das? Eine Granate. Noch eine Granate. Just some old funge. Ja, und eine Granate. Take it. Will you take the flash grenade? Also ich weiß nicht, soll ich diese Flash Grenades mitnehmen? Die machen doch keinen Schaden. Die sind doch bloß Blendgranaten. Warum soll ich die mitnehmen wollen? Ich will Zombies nicht blenden, ich will Zombies töten. Will you take the broken shotgun? Ja. Das Gute ist, in diesem Teil sind Shotguns nur ein Space wert. Das ist praktisch. Nicht so wie in Zero, wo sie zwei Plätze nicht combine, sondern extra mal. Ja, das Ding sieht schon ziemlich verrostet aus. It's broken and can't be fired. Maybe there's another use for it. Naja. Ja, mir fällt da auf jeden Fall eine Möglichkeit ein, wie man das verwenden könnte. Farbband? Ne. Nein! Was ist denn? Hört mir auf, diese Farbbänder anzudrehen. Was will ich denn damit? So, mit diesem Fake-Gewehr könnten wir jetzt theoretisch uns die Shotgun holen. Werden wir, glaube ich, auch tun, nachdem wir mal nachgeladen haben. Ne? Combine? Ja. So. Oder zumindest werden wir uns jetzt grob auf den Weg machen. So, ganz... Aber da interessiert mich vorher noch was. Ich weiß, was... Ich weiß nicht. Also, ich glaube, im Director's Cut ist das, glaube ich, der Weg Richtung... Oh. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Eigentlich sollte im Director's Cut da hinten eine Pflanze sein. Jetzt gucken wir uns gleich mal genauer an. In der nächsten Folge. Na? Bis dann. Und stay classy. Irgendwas ist kaputt mit meiner Tastatur. Egal, bis zur nächsten Folge.